Benvenuti al Catenaccio. Willkommen im Rosengarten. Die Dolomiten im Grand Sud. Venite sui sentieri in una delle regioni più famose alpinistici. Ammirate con me la pace nelle regioni in alto, distante alle Cabinovie. Ab Vigo führt eine Seilbahn hoch auf 2000 Meter Höhe und die nehmen die Leute auch. Hier ist kein Mensch unterwegs. Ich bin komplett alleine auf diesem kleinen verschlungenen Pfad hoch zur Campedie. Hier sieht man schön, das war nicht der Borkenkäfer, sondern hier hat es doch mal richtig reingescheppert. Vor ein paar Jahren über noch die Stumpen der umgestürzten Bäume. Oben hat man dann das Restholz da zu so einem Wall aufgelagert. Und ich gehe mal weiter, vielleicht noch 300-400 Höhenmeter, ist nicht so viel. Aber kein Mensch hier unterwegs. Wunderbar, die Sonne scheint, wir haben vielleicht 20-22 Grad. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Höhenmeter es noch sind. Wie vermutet, da liegt das Holz von diesem Windbruch. Das sieht aber ziemlich grottig aus. Ich versuche mal näher ranzugehen. Die sind ja teilweise schon hohl, die Stämme. Das ist Häcksel- oder Pelletmaterial. So, da vorne ist ein Wegweiser. Ich vermute, ich muss da hoch. Ah, das ist ein Ziehweg. Na, schauen wir mal. Da sind ja auch schon die Forstarbeiter. Lavori forestali. Oben im Berg steht der nächste. Junge, Junge, wenn die den ganzen Hang da oben aber noch, ich zeig das mal da oben, da liegt ja alles voll. Und das nicht von diesem oder letzten Jahr. Das sieht ja schon richtig gräulich aus. So, der packt jetzt oben. So, guck, oben ist die Mimik. Die haben Stahlseilen sich hier komplett verseilt. Über Bäume abgesichert. Da geht ein Stahlseil runter. Und hier, was passiert da gerade? Ach, das sind Meere. Wahnsinn. Das sind eins, ich sehe mal, eins, zwei, drei, vier. Vier, die er jetzt am Haken hat. Legt er das ab. Jetzt wechselt er wahrscheinlich die Kabine. Wahnsinn. Da. Jetzt wird entastet. Mal näher holen. Nicht mehr näher ran. Ich bin nicht auf dem Weg nach oben. Jetzt. Achtung. Das ist ja irre. Aber nochmal. Juhu. Zack. Was macht er jetzt damit? Noch einmal durchziehen? Er hat abgesägt. Wahnsinn. So, jetzt warte ich, bis der andere von oben kommt. Schafft er sich den nächsten? Ich gehe mal auf die andere Seite wieder. Voilà, schon durch. Da arbeitet keiner mehr mit der Motorsäge. Ein Mann, eine Maschine. Hinten, komplett entwindet, jetzt geht er wieder nach vorne. Dann abgesägt. Geht mal rein. Zack. Da sehe ich den ab. Habe ich live noch nie gesehen. Immer nur im Fernsehen. Und zack. Da ein Zaunpfosten noch zum Schluss. Säge. Ab.
fertig ist die Messe, umkommt jetzt ein Auto, der muss natürlich warten. Die Männer vom Sägewerk, Gli Uomini della Sagheria. Mama, mu, mu, mu. Hier bin ich. Ja, so schön. Ja, genau. Guck, guck. Ziel der ersten heutigen Etappe ist die bewirtschaftete Schutzhütte Preuß auf immerhin 2250 Meter Höhe. La destinazione della prima tappa di oggi è il rifugio Preuß su 2250 metri di altezza. Tempo per un primo riposo. Zeit für eine erste Rast. So, jetzt geht's hier ordentlich weiter hoch, die nächsten 400 Höhenmeter. Dann bin ich, glaube ich, oben auf 2,6. Und betrete hier auch Neuland. Hier war ich noch nie. Ach, gerade aus der Blick, das ist das Tal und da muss es hochgehen. Wunderbar, wie immer herrlich. Und es sind auch ein paar Leute unterwegs. Und hier ist hier nochmal die atemberaubende Landschaft. Das ist jetzt Richtung Südosten. Ich habe mich ein bisschen verstiegen. Das ist kein Witz. Gerade war ein netter Amerikaner oben, ein ganz junger Bursche. Der hat mich wieder hier auf den Pfad gebracht. Das war richtig Kletterei da hoch. Ich will es nicht dramatisieren, aber mehr brauche ich nicht. Wahnsinn. Guckst euch an. Guckst dir an. Ja, guckt es euch an. Wahnsinn. Und hier sieht es jetzt so aus, wie ich gleich runtergehe. Ja, Hauptsache nicht klettern. Gut, also bis später. Backen wir's. Jetzt wird's ernst und knackig. Adesso facciamo sul serio. Das sind mitnichten Männchen von Kindern, wie gerade hier so eine Wanderin meinte. Das machen Erwachsene. Man findet sie überall im Gebirge. Ich meine, das hätte erst in den letzten Jahren so Tradition bekommen. Und hier, das sind
ja 100, 150 von diesen kleinen Männchen. Ich meine, der nächste Winter wird die. Ja, hier sind jetzt die Wander. Süß. Einfach nur süß. Das ist ja lustig. Die Sonne scheint jetzt von Süden unter die Wolkendecke. Hier unter, über mir ist alles dicht bewölkt. Fast schon, dass es tröpfelt. Und der Rest Richtung Nordwesten, Südwesten ist wunderbar von der Sonne beschienen. Unten sieht man schön das Örtchen Karasee mit den Liftanlagen. Und von links, vom Süden, scheint die Sonne jetzt hier rein. Unten kann man auch erkennen, alles schattig, alles bewölkt. Super Runde, super Runde. Und wie immer wenig Leute unterwegs. Fragt mich nicht, wie die Gipfel heißen. Ich habe keine Ahnung. Pause verdient, Piccola Pausa, wie es dem Wanderer gebührt, Brot, Käse, Tonno, Thunfisch, Trauben, Formaggio, Käse. Das sind die Dolomiten. Das sind super Runden, 14 Tage jetzt, ganz alleine, 40 in Bayern. Wir treffen uns jetzt morgen, ich fahre Richtung Norden, 40 fährt Richtung Süden. Und ich wechsle auch das Land, Fritzi auch. Wir treffen uns im schönen Österreich, im Bundesland Tirol. Auch wieder im alpinen Raum. Wo genau ist eine Überraschung? Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt meinen kleinen Wanderung hier. Es ist an sich in den letzten 14 Tagen von mir jeder Steg bestiegen worden. Ein bisschen Spaß an den schönen Bildern gehabt. Es ist wirklich eine atemberaubende, fantastische Landschaft. Ich bin überrascht gewesen. Es war immer ein Traum von mir, die Dolomiten zu bewandern. Vor allen Dingen Weltkulturgut oder Weltnaturerbe, ich weiß es nicht, Catanaccio, der Rosengarten. Ihr habt die Bilder gesehen, fantastisch, einfach nur fantastisch. Trotz der vielen Leute, die es in dieses Gebiet drängt. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, erstaunlich wenig unterwegs. Man kann auch ein, zwei Stunden komplett allein in dieser Landschaft sein, ohne dass man irgendwas hört oder sieht. Also immer eine Reise wert. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche oder schwer uns übernächste Woche wiedersehen, dann im wunderschönen Tirol. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, ciao. Tutti amici in Italia. Und ciao, ciao, ciao. Unsere Freunde im deutschsprachigen Raum. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis demnächst. Ciao, ciao.